Hallo Freunde! Mitte Februar, direkt am Ufer des Schwarzen Meeres, ereignete sich eine erstaunliche Geschichte. An diesem wunderschönen Ort wurde ein Kätzchen gefunden, das gleichzeitig Angst und Mitleid bei allen hervorrief, die es sahen. Menschen brachten das Kätzchen in eine Tierklinik, besorgt um seinen Zustand. Das Aussehen der Katze war einfach erschütternd. In seiner Stirn steckte ein langes Messer, das den Schädel durchbohrte. Es war offensichtlich, dass sein Leben in Gefahr war und dass etwas Schreckliches mit diesem schutzlosen Tier passiert war. Anhand der Tiefe, in der das Messer in seinen Schädel eingedrungen war, konnte man erkennen, dass es sich um die unglückliche Folge eines Angriffs handelte. Das Messer drang 5 cm tief ein und erreichte die Mitte des Kopfes. Eine solche Verletzung hätte für jedes Lebewesen tödlich sein können. Dennoch beschädigte das Messer auf erstaunliche Weise nicht das Gehirn des Katers, und er behielt sein Bewusstsein. Selbst die Tierärzte waren von dieser Tatsache verblüfft. Dieser unglaubliche Fall zeigte, wie sehr Tiere in der Lage sind, extreme Herausforderungen zu meistern und eine erstaunliche Lebenskraft zu zeigen. Bemerkenswert ist, dass der Kater nicht nur überlebte, sondern auch eine erstaunliche Fähigkeit zur Selbstheilung zeigte. Seine Wunde heilte ab und anscheinend führt er jetzt ein normales Leben, trotz seiner schrecklichen Vergangenheit. Dieser Fall kann als echtes Wunder betrachtet werden und dient als Beispiel für die unglaubliche Überlebensfähigkeit und Stärke der Tiere. Angesichts all der schweren Prüfungen, die sie durchmachen müssen, erinnert uns diese Geschichte daran, wie erstaunlich und widerstandsfähig die Geschöpfe unseres Planeten sind. Danke fürs Zuschauen, Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank!